Wladimir Wladimirovich Putin. Russlands Präsident Wladimir Putin warnt den Westen vor dem Einsatz von Truppen in der Ukraine und droht für diesen Fall mit einem Atomkrieg. Sollten NATO-Staaten Soldaten in die Ukraine schicken, wären die Konsequenzen tragisch, sagte Putin am Donnerstag in seiner Rede zur Lage der Nation vor der Föderalen Versammlung, also beiden Kammern des Parlaments in Moskau. Wir haben eine Waffe, die Ziele auf ihrem Gebiet treffen kann. Sie sollten verstehen, dass das, was sie jetzt tun und was die Welt in Schrecken versetzt, das Risiko eines Konflikts mit Atomwaffen beinhaltet. Das wäre eine Zerstörung der Zivilisation. Verstehen Sie das nicht, oder was? Eine starke globale Ordnung sei ohne ein starkes Russland nicht möglich, sagte der Präsident weiter, der sich Mitte März zur Wiederwahl stellt. Er sei bereit, über eine eurasische Sicherheitsarchitektur zu sprechen. Die USA hätten die Sicherheit in Europa demontiert. Der Westen versuche, Russland in einen Rüstungswettlauf zu ziehen. Putin kritisierte in diesem Zusammenhang die Aufnahme Finnlands und Schwedens in die NATO. Russland sei deshalb gezwungen, seine Streitkräfte an der Westgrenze zu stärken. Russland führt seit dem 24. Februar 2022 einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine und hält etwa ein Fünftel des Nachbarlandes besetzt. Zuvor hatte Putin, ebenso völkerrechtswidrig, die ukrainische Halbinsel Krim annektiert.